Die Sterne funkelten am klaren Nachthimmel, während der Prinz und Cinderella auf der Terrasse tanzten. Weiter, Mama! Sofort, mein Schatz. Schatz, wollen wir Verstecken spielen? Oh ja! Dann schnell in den Schrank, komm! Aber Mama, dann weißt du doch, wo ich mich verstecke. Ja, dann gewinnst du und ich lese dir danach weiter vor. Na gut. Komm, komm schnell. Ist es so gut? Ja, nimm noch das Buch. Perfekt. Brückner? Frau Brückner, es ist jemand in meiner Wohnung und ich bin alleine mit meiner Tochter. Sie müssen mir sofort helfen. Frau Winter? Ja, ich bin ganz alleine. Bitte helfen Sie mir. Verhalten Sie sich ruhig und verstecken sich. Ich verständige sofort die Polizei und bin gleich bei Ihnen. Okay, beeilen Sie sich bitte. Mein Schatz. Der Einbrecher trug also eine Maske und Sie konnten ihn nicht erkennen. Aber Sie sind sich sicher, dass es ein Mann war? Ja. Dankeschön. Gern. Was ist denn hier los? Die Polizistin vor der Tür hat gesagt, es sei angebrochen worden. Ist mit dir und Lena alles in Ordnung? Ja, alles okay. Lena spielt in ihrem Zimmer. Was willst du hier? Ich wollte mich für meinen Auftritt vorhin entschuldigen. Aber was soll denn das? Zuerst die Spinne und jetzt der Einbruch? Sie meinen die Spinne, weshalb Sie uns gestern verständigt haben? Ja. Genau. Sieht nämlich immerhin danach aus, als ob es jemand auf meine Mandantin abgesehen hätte. Nee, ich halte es ja eher für einen misslungenen Einbruchsdiebstahl. Aber wir werden natürlich nach dem Mann ermitteln. So, ich bin fertig. Keine Fingerspuren. Anscheinend hat sich der Täter mittels eines Dietrichs Zugang zur Wohnung verschafft. Ja, dann können wir erstmal weiter nichts tun. Ich halte Sie natürlich auf dem Laufenden, was die Ermittlungen angeht. Dankeschön. Wie? Das ist jetzt alles? Das soll alles gewesen sein? Ihr seid doch hier nicht mehr sicher. Komm, ihr zieht beide zu mir. Nein, das ist keine gute Idee. Naja, vielleicht ja schon. Immerhin habe ich ja das Alibi ihres Ex-Mannes von gestern Abend überprüft. Und dort hätten Sie und Ihre Tochter wenigstens mal ihre Ruhe. Aber diese Wohnung gebe ich nicht auf. Naja, natürlich nicht. Ich glaube jedenfalls, dass diese Vogelspinne und dieser Einbruch miteinander zusammenhängen. Und vielleicht ist dieser Einbrecher ja auch irgendein Komplize ihrer Vermieterin und soll sie vertreiben. Dieses Miststück. Kennen Sie eigentlich Ihre Vormieter? Ich meine, kann ja sein, dass die vielleicht auch Probleme mit Frau Schenk hatten und uns behilflich sein könnten. Ja, vor uns hat der Herr Tunger hier gewohnt von der Zoohandlung. Heinz Tunger? Ja, der wollte auch die Wohnung gern wiederhaben und hat mich deshalb vor ein paar Monaten darauf angesprochen. Entschuldigung? Ja? Sie wohnen doch in der Birkenstraße 14, oder? Ja, warum? Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber Sie haben nicht zufällig vor, in nächster Zeit auszuziehen? Bitte was? Tunger. Heinz Tunger. Ich habe vor Ihnen in der Wohnung gewohnt und ich hätte Sie gerne zurück. Nein, tut mir leid, wir bleiben da wohnen, allein schon wegen meiner Tochter. Alles klar, ich wollte nicht stören. Es hängen nur so viele Erinnerungen an der Wohnung. Ich habe da früher mit meiner Frau gewohnt, als wir noch glücklich waren. Es tut mir leid, Herr Tunger, aber da kann ich Ihnen nicht helfen. Sie finden aber bestimmt eine andere schöne Wohnung. Natürlich. Ja, wie gesagt, ein paar Monate jetzt her. Aber warum hat der Tunger die Wohnung denn überhaupt verlassen? Der hatte irgendwie Probleme mit der Polizei. Deswegen ist die Wohnung auch frei geworden. Aber was jetzt genau da vorgefallen ist, habe ich keine Ahnung. Okay, ich werde das überprüfen, ja? Ich melde mich morgen bei Ihnen. Okay. Wiedersehen. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Ja, ich packe ein paar Sachen zusammen. Und dann können wir los. Okay. Von einem Bekannten bei der Polizei habe ich erfahren, dass der Zoohändler Heinz Tunger
wegen mehrerer Raubüberfälle zu einer 3-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist und erst vor 4 Monaten freigelassen wurde, weil seine restliche Strafe zur Bewährung ausgesetzt worden ist. Er könnte also damit die Vogelspinne auch ausgesetzt haben. Aber warum sollte er das tun? Genau die Frage werde ich ihm jetzt selbst stellen. Guten Morgen, Frau Brückner. Hallo, Herr Tunger. Sagen Sie, Sie haben mir ja gar nicht erzählt, dass Sie der Vormieter von Frau Winter waren. Ist das denn wichtig? Allerdings. Genauso wie der Umstand, dass Sie eine 3-jährige Haftstrafe verbüßt haben, die Sie gar nicht erwähnt hat. Naja, ich bin nicht unbedingt stolz auf meine Vergangenheit. Ja, ich habe mit meiner Frau in der jetzigen Wohnung von Frau Winter gelebt, aber meine Frau hat mich dann verlassen. Oh, große Wohnung für eine Person. Ja, und auch ziemlich teuer. Haben Sie dann aus Geldnot diese Raubüberfälle begangen? Aus Verzweiflung. Ein Freund hat mich dazu überredet. Total dämlich. Die Polizei hat mich geschnappt, mein Komplize hat mich übers Ohr gehauen, die 12.000 Euro Beute hat er mitgenommen und ich wurde verurteilt, bin ins Gefängnis gekommen und die Wohnung wurde neu vermietet. Und nach Ihrer Entlassung wollten Sie Ihre Wohnung wiederhaben? Na ja, es war immerhin mein Zuhause. Seit ich wieder draußen bin, wohne ich in einer Sozialwohnung, ein echtes Loch. Ich wollte aus Reflex an mein altes Leben anknüpfen, aber das war eine dumme Idee. Und warum haben Sie dann die Vogelspinne in der Wohnung meiner Mandantin ausgesetzt? Und warum sind Sie dort gestern eingebrochen? Wollen Sie meine Mandantin aus der Wohnung vertreiben? Natürlich nicht. Ich bin auf Bewährung. Da darf ich mir nichts zu Schulden kommen lassen. Herr Tunger, ich brauche eine Packung Kakerlaken und zwar flott. Wofür brauchen Sie denn bitte schön Kakerlaken? Es geht Sie zwar nichts an, aber die braucht mein Schwager zum Angeln. Als Lebendköder. Lebendköder. Ist doch nicht verboten, oder? Ist Frau Schenk eigentlich öfters hier? Ab und zu ja. Warum? Ach, nur so. Wiedersehen, Herr Tunger. Wiederschauen. Wie geht's, Lena? Sie war total aufgekratzt, aber jetzt schläft sie endlich. Das tut ihr auch mal ganz gut. Habt ihr das mit der Schule geklärt? Ja, ich habe sie jetzt erst mal krank melden lassen. Das war einfach ein bisschen zu viel für unsere Kleine. Ihr könnt natürlich so lange hier wohnen, wie ihr wollt. Danke. Simon, was soll das? Sorry, ich dachte jetzt, wo ihr hier wieder wohnt. Du weißt doch, wie sehr er mir fehlt. Und wir sind doch eine Familie. Wir waren eine Familie. Lena und ich sind nur hier, weil wir nicht in unsere Wohnung wollen. Und das ändert aber nichts an unserer Trennung. Schon klar. Bin halt nur mal wieder der Notnagel. Ach, Simon. Ich habe schon auf Sie gewartet. Hallo. Alles gut bei Ihnen? Ich war gerade hier. Ich habe ein Problem. Das gibt's nicht. Ich möchte mit der Kernsanierung endlich beginnen. Ich kann nicht länger warten. Ja, sehen Sie, die Pläne sind fertig. Ich weiß, ich bin halt dabei. Es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange. Also, wie gesagt, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss mal. Tschüss. Ich rufe Sie an. Aber das ist mein Geld. Ich muss an. Sind das die großen Pläne? Wie bitte? Oh, Entschuldigung, wie unhöflich von mir. Benita Brückner. Bärbels Nachbarin. Fritsch, freut mich. Mich auch. Ja, Bärbel hat mir von den großen Plänen erzählt. Sie sehen da wirklich großartig aus. Danke. Am liebsten würde ich sofort loslegen, wenn Frau Schenk endlich in die Gänge kommt. Ach, dann sind Sie der Architekt? Nein, mir gehört die Hotelkette. Ich bin der Geschäftspartner von Frau Schenk. Allerdings nur, wenn ich so langsam mit der Kernsanierung beginnen kann. Ach, dann hat Bärbel ihr Wohnhaus also noch nicht leer gemietet? Sie sagt, es läuft alles nach Plan, aber inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich muss los. Hat mich sehr gefreut. Wiedersehen. Danke. Hab ich's mir doch gedacht. Frau Schenk will also tatsächlich ihr Wohnhaus leer mieten. Und offensichtlich macht sie auch Geschäfte mit Herrn Fritsch und will ihm ihr Wohnhaus als neuen Standort für seine Hotelkette verkaufen. Leer versteht sich. Stellt sich nur die Frage, ob sie auch hinter der Vogelspinne und dem Einbruch in die Wohnung meiner Mandantin steckt. Ich werde sie insofern zur Rede stellen.
und mit meiner Mandantin so schnell wie möglich die Neuigkeiten austauschen. Simon, es tut mir leid, ich war ein bisschen zu hart, aber es ist gerade einfach alles zu viel. Ach, ist schon okay. Wir sind halt nicht mehr zusammen. Ich verstehe das schon. Wirklich? Gerade warst du doch aber noch so enttäuscht. Was hast du denn da? Nichts. Du hast Frau Brückner angelogen. Du hast doch eine Vogelspinne. Jenny, bitte, ist nicht so, wie du denkst. Hast du mir das Viech in die Wohnung gesetzt? Ach, Quatsch. Gehört das zu deinem Plan, mich und Lena wieder zurückzubekommen? Dachtest du, so kommen wir wieder zusammen? Nein, du verstehst das wirklich nicht, echt. Wie ist es dann? Erklär's mir. Ja, was hätte ich denn deiner Anwältin sagen sollen? Wenn ich eine Vogelspinne hab, hä? Was hätte ihr denn gedacht, dass ich verdächtig bin? Und dann muss ich mich halt irgendwie rausreden. Ich bin so dämlich. Wir hätten einfach gar nicht wieder herkommen dürfen. Und ich gehe jetzt auch wieder. Jenny, bitte. Ich hätte euch doch nie eine Vogelspinne in die Wohnung gelegt. Ich würde doch nichts tun, was dich und Lena irgendwie bedrohen könnte. Und außerdem habe ich ein Alibi. Und das soll ich dir jetzt noch glauben? Du lügst doch die ganze Zeit. Vielleicht hast du sogar einen Komplizen. Ich bring Lena jetzt weg von dir. Ganz weit weg. Ach, Scheiße, ich... In den letzten Stunden haben sich die Ereignisse überschlagen. Erst hat mich meine Mandantin angerufen und mir Bescheid gesagt, dass sie und ihre Tochter bei ihrem Ex-Mann ausgezogen sind, weil sie doch den Verdacht hat, dass er hinter dem Vogelspinnenanschlag stecken könnte. Damit hätte er seine Tochter in große Gefahr gebracht, denn er kannte die Allergie seiner Tochter. Das wäre dann versuchter Totschlag. Und kurz darauf ist Frau Schenk in der Wohnung meiner Mandantin angegriffen worden. Die Polizei will jetzt mit ihr sprechen und ich stehe ihr natürlich zur Seite. Denn anscheinend behauptet Frau Schenk, dass meine Mandantin die Angreiferin war. Was wird meiner Mandantin vorgeworfen? Frau Schenk hat heute Mittag in der Wohnung von Frau Winter nach dem Rechten sehen wollen und ist dabei niedergeschlagen worden. Wie ist sie denn in die Wohnung gekommen? Ja, laut ihrer Aussage stand die Tür offen. Weiterhin sagt sie aus, dass Frau Winter sie angegriffen hat. So ein Schwachsinn. Dieses Miststück lügt, sobald sie den Mund aufmacht. Immer mit der Ruhe. Wie geht es Frau Schenk denn? Naja, sie hat eine leichte Gehirnerschütterung. Nichts Ernstes. Sie wurde vor Ort erst versorgt und dann ist sie wieder nach Hause. Und um wie viel Uhr ist sie angegriffen worden? Ja, 20 vor 1. Ja, dann kann es ja meine Mandantin nicht gewesen sein, die Frau Schenk angegriffen hat. Nein, denn zu der Zeit habe ich mit meiner Tochter im Hotel Löwenkopf eingecheckt. Und das wird der Portier bestätigen können. Ja, und wer hat dann bitte Frau Schenk niedergeschlagen? Also ich vermute, dass es mein Ex-Mann war. Wie kommen Sie jetzt darauf? Weil er die ganze Zeit gelogen hat. Er hat auch gesagt, er hat keine Vogelspinne. Er hat aber eine, ich habe es selbst gesehen. Außerdem haben wir uns noch ziemlich gestritten. Das klingt schon verdächtig. Ist dann noch lange kein Beweis dafür, dass Ihr Ex-Mann wirklich hinter dem Angriff auf Frau Schenk steht? Naja, ist ja schließlich gut möglich, dass er nach dem Streit vorhin so sauer war, dass er in die Wohnung von Frau Winter gefahren ist, um sich dort zu rächen. Und statt seiner Ex-Frau schlägt er dann ihre Vermieterin nieder? Ein Unfall. Ich meine, er konnte ja schließlich nicht damit rechnen, dass sich Frau Schenk in der Wohnung aufhält. Na gut, ich werde sowohl das Alibi ihrer Mandantin als auch den Ex-Freund überprüfen. Tun Sie das. Ach ja, eins wäre da noch. Können Sie sich hierauf einen Reim machen? Was haben die Sanitäter neben Frau Schenk gefunden? Allerdings. Herr Winter? Wer sind Sie denn? Dirk Niebler, Kriminalpolizei. Polizei? Was haben Sie denn da mit Ihrer Hand gemacht? Arbeitsunfall. Und was wollen Sie hier? Frau Bärbel Schenk ist heute Mittag in der Wohnung ihrer Ex-Frau niedergeschlagen worden. Was habe ich damit zu tun? Ich gehe davon aus, dass Sie sich heimlich in die Wohnung geschlichen haben, um dort Ihre Ex-Frau aufzulauern. Nur dummerweise haben Sie ja stattdessen Frau Schenk erwischt. Ich habe niemanden niedergeschlagen. Hat Jenny Ihnen das erzählt?
Zuerst bricht sie mir das Herz und jetzt schickt sie mir noch die Bullen auf den Hals. Oh, diese Kopfschmerzen sind nicht zu ertragen. Hoffentlich sperrt die Polizei Frau Winter für die nächsten Jahre weg. Also über Frau Winter sollten Sie sich erstmal keine Gedanken machen. Sie sollten sich lieber Sorgen um sich selbst machen, Frau Schenk. Um mich? Wieso? Naja, immerhin haben Sie ja nachweislich versucht, Ihr Haus zu entmieten, um es dann zu einem hohen Profit an Herrn Fritsch und seine Hotelkette zu verkaufen. Ach, das ist ja lächerlich. Woher haben Sie das? Genau. Sie sind ja also das arme Opfer. Das glaube ich eher nicht. Sie haben doch Ihre Ex-Frau auch belogen, was die Vogelspinne angeht. Ja, komm noch mal. Ich habe gelogen, weil ich mich sonst verdächtig gemacht hätte. Natürlich. Sonst hätte es ja so ausgesehen, als würden Sie mit allen Mitteln Ihre Ex in Ihre Arme zurücktreiben wollen. Und dabei auch noch die Gesundheit Ihrer Tochter riskieren. Pass nicht mal auf. Ich würde nie das Leben meiner Tochter gefährden. Bloß um meine Ex zurückzubekommen, ist das klar? Ich habe die Menschen schon verrücktere Dinge aus Liebe tun sehen. So einer bin ich nicht. Was für einer sind Sie denn dann? Ich bin vielleicht ein Hitzkopf und manchmal ein Idiot, aber ich würde niemanden niederschlagen. Wo waren Sie denn zwischen 12 und 1? Ja, hier. Ich muss ja Geld verdienen. Ich habe gearbeitet. Ich glaube Ihnen kein Wort, Herr Winter. Und nur, dass Sie es wissen. Sie würden gut daran tun, sich weiter zu meiner Verfügung zu halten. Wiedersehen. Und was haben Sie dann heute Mittag mit den Kakerlaken in der Wohnung meiner Mandantin gemacht? Sie haben versucht, Ihr Haus zu entmieten, indem Sie erst diese Ratten ausgesetzt und anschließend irgendwelche sinnlosen Arbeiten in Auftrag gegeben haben. Und jetzt wollten Sie auch noch die Kakerlaken auf meine Mandantin und ihre Tochter loslassen. Lächerlich. Ja, und der Gipfel war ja dann die Vogelspinne. War Ihnen bewusst, dass das tödlich hätte enden können? Okay. Ja, Sie haben recht. Ich habe keine Ahnung, wer mich niedergeschlagen hat. Und ja, das mit den Ratten war tatsächlich ich. Ich wollte meine Mieter loswerden, um an den Fritsch verkaufen zu können. Aber mit der Vogelspinne habe ich nichts zu tun. Ich würde nie jemanden in Gefahr bringen, schon gar kein kleines Kind. Aber wer dann? Ich habe keine Ahnung, aber wer immer hinter der Spinne und den Einbrüchen steckt, scheint ein besonderes Interesse an Frau Winters Wohnung zu haben. Ja, aber was ist denn so besonders an der Wohnung? Entschuldigung. Brückner? Ja, Niemler, ich habe Neuigkeiten. Simon Winter bestreitet, Frau Schenk niedergeschlagen zu haben. Außerdem sagt er, er hat nichts mit dem Vogelspinnenangriff zu tun. Und? Glauben Sie ihm? Der Typ ist ein Choleriker. Traut ihm kein Stück weit. Außerdem hat er für den Angriff von heute Nachmittag kein Alibi. Vielen Dank für das Update. Ich habe übrigens auch Neuigkeiten für Sie. Da bin ich aber gespannt. Ja, Frau Schenk wird Ihre Aussage gegen meine Mandantin revidieren und Sie nicht weiter belasten. Und ich habe auch schon eine Ahnung, wer hinter der Spinne und dem Einbruch stecken könnte. Und einen Plan, wie wir den wahren Schuldigen überführen könnten. Okay. Wie oft noch? Ich habe nichts getan, verdammt! Jetzt hören Sie doch mal auf, so rumzuzappeln, Sie machen alles so schlimmer. Frau Lindig, Sie unterstellen mir, dass ich die Frau Schenk niedergeschlagen habe. Ich bin aber unschuldig. Jetzt reicht's mal, aber, Frau Winter, das können Sie alles dem Ermittlungsrichter erzählen. Ich bin unschuldig. Also, bisher ist ja alles noch ganz ruhig. Ich weiß nicht, ob das heute noch so wird. Jetzt warten Sie es doch erstmal ab. Glauben Sie wirklich, dass uns heute der Mann in die Falle geht, der für die Einbrüche und auch für diese Vogelspinne verantwortlich ist? Dank Ihrer Unterstützung und der vermeintlichen Verhaftung meiner Mandantin geht der wahre Schuldige mit Sicherheit davon aus, dass die Wohnung leer ist. Die Chance lässt er sich doch nie entgehen. Moment, schauen Sie mal. Da ist doch wer. Das ist er. Der muss von hinten ins Haus gekommen sein. Ja, los, wir gehen rein. Ja. Hände hoch und keine Bewegung. Legen Sie das Brecheisen weg. Sofort, legen Sie das Brecheisen weg. Wollen Sie nicht Ihre Maske abnehmen, Herr Tunga? Sie haben gewusst, dass ich es bin? Und ich ahne auch, was sich da ja unter dem Parkettboden verbirgt. Von wegen Ihr damaliger Komplize bei den Raubüberfällen hat sich mit der Beute aus dem Staub gemacht. Kommen Sie mal zur Seite. Ja, Jackpot. Scheiße. Lassen Sie mich raten. 12.000 Euro? Die Beute von damals? Ja.
Ja, und wir konnten das Geld damals nicht finden. Ja. Herr Tunge hat damals erfolgreich das Geld vor der Kriminalpolizei hier in seiner Wohnung versteckt. Aber sie konnten nicht verhindern, dass während der Verbüßung ihrer Haftstrafe ihre Wohnung neu vermietet wurde. Ach, die Schenk hat es doch gar nicht erwarten können, die Wohnung neu zu vermieten. Und dann kam auch noch Frau Schenk mit ihren Sanierungsarbeiten. Die Schenk und ihr toller Partner, die das Haus kernsaniert hätten, dann hätten die doch mein Geld gefunden. Wie sind Sie eigentlich auf die Pläne von Frau Schenk gekommen? Das Geschäft steht. Selbstverständlich. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Fritsch. Das Haus wird so schnell wie möglich entkernt. Dafür muss ich nur noch die Mieter loswerden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich weiß schon genau, wie ich meine Mieter überzeugen kann, auszuziehen. Sie können sich auf mich verlassen. Das Haus ist so gut wie leer. Hallo? Gibt's ja auch sowas wie Service? Ah. Guten Abend, Frau Schenk. Ja, ja, guten Abend. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich brauche ein Dutzend Ratten. Ratten? Ja. Sicher. Da habe ich ein paar besonders schöne Exemplare für Sie, wenn Sie mir bitte folgen. Wunderbar. Ich dachte, die Schenk schafft das, ihre Mieter rauszuekeln. Und dass das Haus dann ein paar Tage leer steht und ich Zeit habe, die Kohle zu holen. Aber ihre Aktion lief, die waren doch viel zu harmlos. Ja, und Frau Winter ließ sich auch nicht so leicht vertreiben. Haben Sie dann die Vogelspinne in der Wohnung von Frau Winter ausgesetzt? Ja, aber ich wollte nicht, dass jemandem was passiert. Ich wollte ihr doch nur Angst machen. Ich habe doch nicht gewusst, dass die Kleine eine Allergie hat. Und als meine Mandantin zu ihrem Ex-Mann gezogen ist, da dachten sie, sie haben freie Bahn. Und dann kam ihnen Frau Schenk schon wieder in die Quere. Wenn Sie mich fragen, das Biest hat nur bekommen, was es verdient hat. Tja, ich befürchte, das bekommen Sie jetzt auch. Stehen Sie auf. Na los, umdrehen. Hände auf den Rücken. Zum Glück konnte ich beweisen, dass meine Mandantin, Frau Winter, nichts mit dem Angriff auf ihre Vermieterin zu tun hat. Heinz Tunger wird sich wegen mehrfachen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und versuchter wie auch vollendeter gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Aber auch Frau Schenk erwarten juristische Konsequenzen. Denn sie hat sich der Nötigung ihrer Mieter strafbar gemacht. Und ihre Bewohner können auch zivilrechtliche Schadensersatzansprüche gegen sie geltend machen. Für meine Mandantin und ihre kleine Tochter hoffe ich, dass jetzt endlich mal ein bisschen Ruhe in ihre vier Wände einkehrt.